Wir befinden uns hier im Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen. Mein Gesprächspartner ist Peter Huemer, Leiter der Naturwissenschaftlichen Sammlungen. Peter, kannst du uns erklären, wo wir hier sind? Ja, wir sind hier im Randbereich von Halle in Tirol, also erstaunlicherweise nicht in Innsbruck, weil vor circa 3,5 Jahren die gesamten Sammlungen der Tiroler Landesmuseen, also fachübergreifend, hierher gewandert sind und zentral untergebracht. Ist also ein Riesengebäude mit circa 14.000 Quadratmeter Nutzfläche, wo wir also von Kunstsammlung über Archäologie und historische Sammlung bis hin zu Naturwissenschaften eigentlich alles gelagert haben, was dann auch andersweitig natürlich von Forschung bis zur Ausstellung Verwendung findet. Das heißt, hier befinden sich keine Ausstellungsräume, sondern rein die Archive und die Sammlungen. Ja genau, das ist also das Privileg, hier sein zu können, weil normalerweise ist die Tür außen zu, aber man kann natürlich, wenn man entsprechend eben Kontakte knüpft, hier auch Forschungsaufgaben wahrnehmen will, kann man uns auch besuchen, aber es ist eigentlich kein öffentlich zugängliches Gebäude, das eben wirklich eigentlich eher als Schatzkammer gesehen wird, wo man die wertvollen Sammlungen lagert und auch weiter bearbeitet. Peter, du bist nicht nur international anerkannter Experte für Schmetterlinge, sondern auch Leiter der naturwissenschaftlichen Sammlungen. Was ist das Besondere an diesen naturwissenschaftlichen Sammlungen? Die naturwissenschaftlichen Sammlungen umfassen natürlich viel, viel mehr als eben Schmetterlinge, und das fängt schon an von Objekten aus der Geologie, Mineralogie und auch Paläontologie und reicht dann bis zur Botanik und Zoologie. Und das Besondere sind also natürlich mit Abstand die umfassendsten naturkundlichen Sammlungen in Tirol und eigentlich sozusagen ein Herzstück, auch wenn man zurückschaut, wie sich die Natur verändert hat, und das dokumentieren genau diese Sammlungen mit ihrem Bestand, der natürlich nicht umfassend ist, aber einfach gewisse Bereiche gut abdeckt. Da spielen eben zum Beispiel Schmetterlinge eine größere Rolle, aber auch Käfersammlungen. Aber wir haben im Prinzip ganz viele Fachbereiche, zumindest ein wenig bestückt, aber nicht alles. Aber eben insgesamt geben diese Sammlungen ein Bild, wie sich die Natur in Tirol in den letzten 200 Jahren, seit es die Tiroler Landesmuseen gibt, entwickelt hat. Und daraus kann man dann auch zum Teil eine Vorschau ableiten, wie sich die Natur vielleicht entwickeln könnte. Sehr spannend. Du hast jetzt öfters die Schmetterlingssammlung erwähnt. Was ist das Herausragende an dieser Schmetterlingssammlung? Die Schmetterlingssammlung ist insofern von besonderer Bedeutung, weil sie erstens mal den Alpenraum abdeckt, das erwartet man sich vielleicht beim Landesmuseum auch nicht, und auch darüber hinaus andere Gebirgsregionen. Und sie ist die umfassendste Dokumentation über diese Tiergruppe in den Alpen, also mit circa 1 Million Exemplaren in den Sammlungen und vielleicht grob in etwa 6.000 Arten. Und daraus kann man eben verschiedene Ableitungen machen, kann sich also spezialisieren auf diese Gruppe und kann die eigentlich als Dokument auch für andere Entwicklungen in der Natur sehen. Und da ist die Sammlung an Schmetterlingen sicher herausragend, weil sie eigentlich wirklich international auch bekannt ist durch diese Größe und diese Vollständigkeit, die sie auch hat. 1 Million Exemplare, 6.000 Arten, das sind sehr beeindruckende Zahlen. Wenn wir bei den Zahlen sind, kannst du uns ein bisschen was über die Artenzahl der Schmetterlinge in Österreich, vielleicht im Verhältnis auch zu den globalen Zahlen, erzählen? Ja, es gibt keine globalen Verzeichnisse, die also wirklich up-to-date sind, vollständig sind. Man geht davon aus, es sind circa 180.000 Schmetterlingsarten beschrieben. Also beschrieben heißt, sie haben einen Namen. In Wirklichkeit schätzen Forscher, dass die tatsächliche Artenzahl vielleicht 500.000 ist. Also das heißt, es gibt noch ganz viele unbeschriebene Arten, vor allem in den tropischen Ländern. Und in Österreich stehen wir dann natürlich wesentlich magerer da, aber trotzdem im europäischen Vergleich sehr, sehr artenreich. Also wir haben in Österreich circa 4.100 nachgewiesene Arten und in Tirol sind es natürlich dann schon deutlich weniger, 2.800. Also je nachdem, welche Region man sich betrachtet, sind es mehr oder weniger Arten. Aber Österreich ist sicher ein besonders artenreiches Gebiet. Also wir haben deutlich mehr als zum Beispiel das viel, viel größere Deutschland. Wir haben in Tirol über 2000 Schmetterlingsarten. Die Tagfalter, die wir im Tagfalter-Monitoring beobachten, sind ja nur ein kleiner, aber wichtiger Teil davon. Kannst du uns etwas zu den Artenzahlen von den Tagfaltern sagen?
ich habe es jetzt nicht ganz 100% im Kopf, weil manche Arten natürlich umstritten sind, wir auch permanent neue Arten dazu bekommen und auch andererseits Verluste haben. Größenordnung von 170 Arten haben wir in Tirol, im Vorarlberg, das ist ein bisschen weniger. Österreichweit sind es je nach Interpretation der Arten zwischen 211 und 215 Arten. Also das heißt insgesamt gesehen in etwa 5% des gesamten Artenbestandes, also eigentlich sehr, sehr gering, aber natürlich gut bekannt aufgrund ihrer Schönheit und auch der Aktivität am Tag, weil die große Mehrheit der Schmetterlinge eben in Wirklichkeit nachtaktiv ist. Würdest du uns, dürfen wir dich begleiten in deine Schmetterlingssammlung, in den Schatz sozusagen deines Reichs? Natürlich. Kannst du uns den Unterschied zwischen Nachtfalter und Tagfalter beschreiben? Hast du dafür einen Kasten, an dem wir das gut sehen? Einen Kasten, wo man das dokumentieren kann. Und ich blamiere mich jetzt natürlich als Wissenschaftler, weil man kann eigentlich Schmetterlinge nicht in Tag- und Nachtfalter unterscheiden, weil nämlich Nachtfalter keine einheitliche Gruppe sind. Ich vergleiche das immer wieder mit Vögeln. Das wäre so, als wenn du zum Beispiel sagst, alle Spatzenartigen sind eine Gruppe und der Rest, also sind Tagfalter und der Rest sind die Nachtfalter. Also der Adler und die Ente ist genauso ein Nachtfalter wie der Höckerschwan oder der Stieglitz. Und da muss man eben sehr vorsichtig sein. Man hat also einfach der Einfachheit halber hat man gesagt, es gibt Tagfalter, die eben alle verwandt sind miteinander und es gibt auf der anderen Seite die Nachtfalter. Und dummerweise passt auch die Bezeichnung Nachtfalter nicht hundertprozentig. Haben wir hier schon ein schönes Beispiel. Das hier ist einer der bekanntesten Nachtfalter, der nur am Tag fliegt. Das Taubenschwänzchen. Also ist in sich ein Widerspruch, diese Bezeichnung. Aber natürlich, Nachtfalter fliegen im Großen und Ganzen im Tag, also in der Nacht, also vielleicht 90% der Arten. Aber es gibt auch sehr viele Tagaktive. Es gibt auch sehr viele Tagaktive, während bei den Tagfaltern gibt es eigentlich im engeren Sinne, also zumindest in Europa gibt es keine nachtfliegende Art, außer vielleicht mal zufällig ein Tier, das ganz in der Nähe von der Kunstlicht ist. Aber man kann eben die Tagfalter, dadurch, dass sie miteinander verwandt sind, kann man sie relativ gut von diesem Sammelsurium an Nachtfaltern unterscheiden. Die haben also einerseits die Flügel, die hier also so schön ausschauen, bunt sind, schlagen sie in der Ruhestellung nach oben. Und die Nachtfalter schlagen die Flügel im Normalfall nach hinten, über den Körper, der dann zugedeckt ist. Und dann kann man es eigentlich fast immer unterscheiden. Und dann gibt es natürlich im Körperbauplan verschiedene andere Merkmale. Eines davon sind zum Beispiel die Fühler mit den Fühlerspitzen, die ja knopfförmig erweitert sind bei den Tagfaltern. Also es wäre Tagfalter, hier haben wir Tagfalter, hier haben wir Tagfalter. Hier sind welche hier. Während bei den Nachtfaltern, eben weil sie nicht miteinander verwandt sind, ist es ganz unterschiedlich. Also hier zum Beispiel ein Eulenfalter, das gelbe Ordensband, da sieht man, das ist fadenförmig. Oder hier zum Beispiel bei diesem Tier, die Kupferglucke, es hat so gefiederte Fühler. Also gefiederte Fühler kommen bei einigen Gruppen vor. Das kann wieder vom Geschlecht unterschiedlich sein. Männchen stark gefiedert, Weibchen weniger stark gefiedert. Aber niemals findest du bei Nachtfaltern diese knopfförmig verdickten Fühler, die die Tagfalter immer haben. Also das sind so die wesentlichen Unterschiede für einen Nicht-Experten, sage ich. Also wenn wir knopfförmig verdickte Fühler haben, dann handelt es sich um einen Tagfalter. Genau, dann handelt es sich um einen Tagfalter. Dankeschön.